Ja, kleiner Nachtrag zu dem DHL-Desaster. Es klappt doch. Ja, der Paketbote hat irgendwas falsch eingegeben scheinbar und es wurde doch nichts geklaut. Und das hier war vollkommen unnötig hier, ja, mich zu nerven, mich in Panik zu versetzen. Naja, wie auch immer. Trotzdem gut zu wissen, dass sowas auch passieren kann. Und ja, in Zukunft werde ich wahrscheinlich eher dann zur Filiale gehen, um sowas verhindern zu wollen können. So viel dazu und dann noch mal ein kleiner Tipp zu Waipu. Es geht ja darum, diese 3 Euro sind ja dazu da, damit man mobil Waipu TV gucken kann. Und dann kommt ja immer diese Fehlermeldung hier. Sender nur im Heimnetzwerk verfügbar. Ich weiß nicht, warum die Kamera so rumzickt. Immer so. Ich krieg's nie irgendwie scharf gestochen irgendwie. Das ist irgendwie. Ich glaube, es ist wieder mal Zeit für eine neue Kamera. Wie auch immer. Die sind dann nur im Heimnetzwerk verfügbar. Und ja, das ist klar, weil es über die SIM-Karte geht. Aber wenn ich rausgehe und mache einen Hotspot auf dem Handy und verbinde dann das Tablet mit dem Handy, über WLAN quasi dann, mit Hotspot, dann kann ich Waipu gucken, ohne Probleme. Also so gesehen kann man sich das sparen hier, die 3 Euro. Ne? Also das, die 3 Euro sind wirklich nur dafür da, entweder wenn man direkt auf dem Handy guckt über die SIM-Karte, wo Datenvolumen, also direkt, gut, über den Hotspot wird auch Datenvolumen verschwendet. Ich meine es so, wenn das jetzt direkt auf dem Handy ist, oder wenn man im EU-Ausland ist, dann braucht man diese 3 Euro. Und ich habe hier die ganze Zeit auf dem Tablet die Standortfunktion aktiviert gehabt. Weil ohne geht es auch gar nicht. Jedes Mal beschwert sich dann bei Pooh, machen Sie bitte die Standortfunktion, aktivieren Sie bitte die Standortfunktion, damit die wissen, wo ich bin. So wie ich das sehe, überprüft bei Pooh also nur, wenn ich über WLAN drin bin, ob ich in Deutschland bin. Weil sonst hätte es ja nicht funktioniert. Draußen in der U-Bahn, paar Stationen weiter, wo ich sogar in einer ganz anderen Postleitzahl war. Ihr könnt es ja mal bei euch ausprobieren. Ich finde das eine coole Sache. Ich habe nicht daran gedacht. Ich habe gedacht, die App, die schaut noch genauer hin, aber so genau schaut sie scheinbar nicht hin. Und ja, das kann man also umgehen. Das ist natürlich blöd, wenn man jetzt, ja, wenn man kein zweites Gerät hat, dann funktioniert das so natürlich nicht. Aber über Hotspot ist es scheinbar möglich und auch erlaubt. Denn sonst würden die das ja unterbinden. Die Frage ist halt, wie wollen die das feststellen? Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Wie auch immer. Okay, das ist für mich, ja, das ist eine legale Möglichkeit unterwegs bei Waipu zu gucken. Und ich schätze mal, ja, wie es in einem Hotel ist, weiß ich immer noch nicht. Wenn ich jetzt hier in Deutschland in einem Hotel bin, dann das müsste eigentlich auch funktionieren. Wenn das so funktioniert, dann dort doch auch. Wieso nicht? Na? Okay, alles klar, das wollte ich nochmal als Tipp geben für alle, die es interessiert. Und bis zum nächsten Video.